Servus Leute, willkommen zu meinem Lesemonat, oder zu meinen Lesemonaten September, Oktober. Ja, ich hatte ein bisschen Stress, falls ihr euch erinnert, ich habe es glaube ich erwähnt, sehr viel auf der Arbeit zu tun. Aber ich habe ja mittlerweile Urlaub gehabt, sage und schreibe 3 Wochen. Und ja, da bin ich auch, obwohl viel, viel anderes noch gewesen ist, unter anderem die Frankfurter Buchmesse, bin ich zum Lesen gekommen. Als allererstes habe ich gelesen Fliedertraum von Daphne Unruh. Ja, denn ich habe mit der Erbe der Macht-Reihe mal kurz unterbrochen und habe eben von Daphne Unruh Fliedertraum gelesen. Ich lese euch das ganz kurz mal hier vor. Laura, 19, lebt in einer magischen Welt und hat die Wirklichkeit noch nie gesehen. Ihr Leben auf blühenden Inseln mit zauberhaften Wesen und ewigem Sommer könnte perfekt sein, doch sie sehnt sich nach der echten Welt, einer Stadt namens Köln. Nur leider kann sie dort nicht hinreisen, da ausgerechnet sie keine magischen Fähigkeiten besitzt. Hängt all dies mit dem Geheimnis zusammen, das ihre Mutter um Lauras Geburt und ihren Vater macht? Denn zeigt sich bis zu ihrem 20. Geburtstag keine besondere Begabung, muss sie für immer in der magischen Welt bleiben. Völlig unerwartet wird Laura in die reale Welt katapultiert und kommt ihrer wahren Geschichte auf die Spur. Während sie den Schock darüber verdauen muss, droht ihre magische Heimat unterzugehen. Zu allem Überfluss scheint Laura und Fabio, ein junger Filmemacher, den sie in Köln kennenlernt und der sie eigentlich nicht interessieren sollte, auch noch schuld daran zu sein. Ich fand's geil, ich fand's klasse, absolute Leseempfehlung von mir. Ich habe auch das Buch schon mal vorgestellt. Ich fand's richtig, richtig toll. Endlich wieder in die Welt von Zauberer Elemente einzutauchen. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ein Fan dieser Welt und der Bücher von Daphne Unruh. Alles Daphne Unruh. Dann habe ich wieder weitergemacht mit Das Erbe der Macht. Nämlich mit dem vierten, fünften und sechsten Teil. Der ist nämlich in diesem Buch, das ist glaube ich der vierte Teil, Feuerblut. Dann ist der fünfte Teil Silberregen und sechste Teil Schattenfrau. Die Bücher hier, also das Hardcover Feuerblut, ist in 3 E-Books im Prinzip eingeteilt. Die E-Books, die sind nämlich 3 E-Books, die ein Hardcover-Buch hier beinhalten im Prinzip. Das habe ich dann weiterhin gelesen, beziehungsweise eigentlich nur, glaube ich, bis zum, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, bis zum vierten Teil. Ja, und dann ist eigentlich
von Kerstin Gier Wolkenschloss rausgekommen. Und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Kerstin Gier-Fan. Eine meiner absoluten Lieblingsreihen oder Trilogien ist die Edelstein-Trilogie. Wobei Silber eigentlich auch ganz knapp dahinter sich anschließt. Ja, und dann musste ich unbedingt Wolkenschloss lesen. Ich lese euch ganz kurz mal das hier vor. Ein magischer Ort in den Wolken. Eine Heldin, die ein bisschen zu neugierig ist und das Abenteuer ihres Lebens. Ich blieb stocksteif im Schrank stehen, doch minutenlang, nachdem ihre Stimme Schritte verklungen waren. Jetzt erst merkte ich, wie schnell mein Herz schlug. Und allmählich hatte ich das Gefühl, die Luft würde knapp. Ganz vorsichtig drückte ich die Schranktür auf und trat aus meinem Versteck. Zu spät bemerkte ich, dass davor jemand stand. Jemand, der mich genauso überrascht anschaute wie ich ihn. Nur, dass er sich viel schneller davon erholte. Sieh an, sagte er lächelnd, ein Zimmermädchen in einem Schrank. Ja, das Buch finde ich toll. Es handelt von einem, von einer Praktikantin, die im Hotel Wolkenschloss arbeitet und dort immer mal wieder vom Zimmermädchen zu diesem und jenem Job kommt. Und momentan ist es so, dass die Babysitterin während der Handlung von diesem Buch und erlebt dort ein Abenteuer um Weihnachten und Silvester und seltsame Dinge, die da passieren in diesem Schloss. Unter anderem ganz seltsame Dinge und da gibt es auch eine verbotene Katze, alle meine Lieblingscharaktere in dem Buch. Ja, also ich fand es absolut toll. Und wie gesagt, ich muss unbedingt das Erbe der Macht unterbrechen, diese Reihe. Und habe dann aber natürlich weitergelesen. Und zwar habe ich den fünften Teil auf dem Wege zur Frankfurter Buchmesse gelesen, als ich donnerstags spontan nach Frankfurt gefahren bin. Da habe ich den fünften Teil gelesen und unmittelbar nach der Messe dann den sechsten Teil von Das Erbe der Macht und dann auch sofort eigentlich weiter gelesen mit Ascheatem heißt dieses Buch jetzt, ja. Aber der siebte Teil heißt Schattenzeit. Dann wartet. Ja. Hier. Der achte Teil heißt Opfergang und der neunte Teil heißt Silberknochen. Ja, diese sind hier in diesem Hardcover zusammengefasst und ich bin ehrlich gesagt mittlerweile ein absoluter Fan geworden. Auch schon vorher, bevor ich den Autor, den Andreas, wie heißt er denn? steht nirgends, fällt mir da gerade auf. Aber er heißt Andreas Suchanek, genau. Sorry.
Aber ihn habe ich auf der Frankfurter Buchmesse kennenlernen dürfen. Das war auch immer ganz, ganz cool. Zwar nur flüchtig, aber hey, vielleicht in Leipzig kann man sich mal ein bisschen näher unterhalten. Wäre cool auf jeden Fall. Ja, denn die Story um diese Welt, diese magische, um das Erbe der Macht, finde ich unglaublich geil. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich bin mittlerweile ein absoluter Fan dieser Reihe deswegen. Und den gibt es noch nicht in Buchform, aber als E-Book habe ich auch schon den 10. Teil gelesen. Der heißt nämlich wirklich auch Ascheatem. Und ja, eigentlich hätte der nächste Teil, also ich glaube der 11. eben, 11., 12. Teil, die hätten mittlerweile, glaube ich, schon draußen sein sollen, aber wohl ist da was dazwischen gekommen und ich fieber schon drauf hin, ja, wie es weitergeht, denn das ist zwar jetzt nicht wirklich so ein Hammer-Cliffhanger, weil die einzelnen Teile immer im Prinzip solche abgeschlossenen Stories sind, aber natürlich so die Haupthandlung geht natürlich weiter. Aber boah, hey, das ist so cool und so eine geile Geschichte und so spannend. Und ja, manchmal fast ein Ticken zu heftig. Da geht's manchmal wirklich so bam, bam, bam hin und her in der Story. Dass du meinst, du bist so in einem Action-Blockbuster drinnen. Ja, auch die ganzen, und ich sag's extra, die ganzen Protagonisten in das Erbe der Macht. Denn es ist, Protagonist bedeutet ja eigentlich der Hauptcharakter so, ne? Aber da du hier bei das Erbe der Macht nicht wirklich so einen Hauptcharakter ausmachen kannst, sage ich betont, die ganzen Protagonisten, also Mehrzahl, denn so ist es auch. Ja, ich liebe die, ganz die haben ganz unterschiedliche Charaktere, aber alle sind richtig cool und toll ausgearbeitet und haben auch tiefe Geschichte. Ja, es ist nicht nur einfach eine Seite beschrieben, sondern die haben ein bisschen mehr Substanz und das finde ich an Charakteren in einem Buch immer richtig, richtig toll. Ja, von dem her, das war meine Lesemonate September, Oktober, wobei ich auch jetzt schon wieder noch ein anderes Buch angefangen habe. Da habe ich hier den Schutzumschlag, endlich komme ich dazu, Schattenjäger Akademie zu lesen. Aber nachdem das eher so das Buch von November ist, denn ich habe wirklich erst so ein, ja, 150 Seiten, glaube ich, habe ich gestern gelesen. Und es ist ja ein 800, über 800 Seiten Buch. Von dem her packen wir das nochmal in den November rein und schauen mal, ob da noch mehr dazu kommt. Ich hoffe es. In diesem Sinne, ja, lest mal wieder was.